So, dann bin ich wieder zurück aus der kleinen Pause. Es geht weiter mit Farming Simulator 22 und ja, natürlich alle, die dazugekommen sind, ein recht herzliches Hallo und für alle, die gewartet haben, danke für eure Geduld und euch allen weiter viel Spaß beim Schauen. So, er ist hier fleißig am Vernichten, am Erntevernichten sozusagen. So, der ist im ersten Vorgewende, ist er durch. Der macht jetzt quasi die Bahnen. Okay, verstehe. Ja, das ist gut. Wenn der die Bahnen macht, dann kann ich den ja theoretisch auch mal da drauf setzen und auch noch machen lassen. Tada! Job erstellen. Wie Job starten? Da. Wetterbad. Da fangen wir auch hier oben an. Öffne, schließe. Kursgenerator. Dann lassen wir es bei 2 Vorgewänden. 25 Feldgrenze minus mit 4. Öffne Schließe, das haben wir schon. Zack. Und der macht es genauso. Der fängt hier oben an und hört unten auf. Das heißt, der fährt dem jetzt hinterher. Und das finde ich gut. Bitte passen. Das sollte jetzt hoffentlich passen. Heißt aber auch, ich muss den LKW hier noch mal hochfahren. Okay. Der Ursprungsplan sah ein bisschen anders aus. Ich wollte eigentlich nur das Feld 11 haben. So, erster Wegpunkt. Jawohl. Dann lass mal gehen. Ja, aufgrund dessen, weil natürlich jetzt das ganze Feld hier neu gemacht wird, fahre ich natürlich hier auch noch mal das ganze Feld ab. Irgendwo waren da nämlich auch noch Steine, die durch den eine Ecke zum Beispiel. Ja. Hat das Gefühl nicht los, dass ich vielleicht bei einem Vorgewende bleiben sollte? Das mache ich mal. Das ändere ich mal eben noch ganz schnell. So, der fährt in die Richtung los. Dann machen wir die Feldposition ein bisschen weiter eingerückt. Genau, dass der da quasi noch ein Stück doppelt fährt. Öffne Schließe Kursgenerator, drehe das Ding 1 runter und sag Rekurs. Ansonsten ist ja alles gleich. Ja. Bis auf, dass du am nächsten Wegpunkt hier anfangen müssen musst. Musst du müssen.
Na guck, so passt das doch viel besser. Sonst wäre er nämlich schon da drüben in dem Feld im Gemüse gewesen. Und das soll ja nicht sein. Okay, Mann. Der macht. Der ist gleich durch. Der sieht gut aus. Den können wir beiseite fahren. Auch fertig. Mein Silo blinkt. Ich habe es gesagt. Mein Silo blinkt. Irgendwie kommt er mit den Lichtverhältnissen nicht so gut klar. Oder mein Silo möchte abbiegen. So, dann fahren wir die 46 schon mal direkt wieder hier links hin. Einmal kurz die Matschepampe wegmachen. Wer mag Matschepampe? So, ach hier. Wenn wir schon mal dabei sind, der muss zum Feld. Du musst. Dahin. Na gut. Hat's gleich geschafft, wie wunderbar. Arbeit vollendet. So, er hat schon eingefahren. Gut, 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 gut. So. Dann fahr da mal hin. Ich hoffe, das funktioniert. Und er fährt jetzt auch wirklich geradeaus in die Richtung und nicht irgendwie herüber. Ja, das sieht gut aus. Sieht so aus, als können wir es nehmen. Fertig.
So. Wo ist der andere? Der liegt im Graben oder was? Ich habe doch gerade eben ein Gerät hier runtergeschickt. Und das müsste doch eigentlich schneller sein wie ich. Echt kurios, ne? Bei den Beispiel beim Düngerstreuer, ja, da wären die Reifen und so zuerst sauber und danach der Rest. Auch bei den Gestängen vom Mähdrescher, bei den, ne? Auch ebenfalls. Bei dem hier, da wurde zuerst die Stange da sauber und danach ist die Räder. Also jedes Gerät so seine eigenen Stellen, wo man sagen kann, na, jetzt ist es ganz sauber. Gibt also kein generelles. Was denn? So, hier. So, du kannst erstmal wieder zum Kuhstall fahren. Da ist bestimmt wieder Gülle in Hülle und Fülle. Da ist er. Den habe ich gesucht. Stelle ich den mal hier mit hin. Dann haben wir die von der Klassifizierung her auch so ein bisschen nebeneinander stehen. Ja, das eine kann man zum Düngen benutzen. Das andere auch. Ganz leicht schmuttig. Aber nur so ganz kann ich jetzt kann man es sehen. So, wenn ich jetzt hier nämlich sauber mache, sind gleich zuerst die Räder sauber werden. So, das Gummi, das ist jetzt quasi schon sauber. Und jetzt kommen so langsam ist da vorne an den Schrauben die Metallteile dazu. Okay. Ja, da kann ja jetzt noch gar nicht viel drin sein. So, Mühle. Mühle, Mühle. Du fährst jetzt mal.
Erstmal mache ich das jetzt aus. So. Und dann hole ich mir Blei. Hole ich mir denn hierfür? Was hole ich denn für die Getreidemühle? Geht doch bestimmt auch was. Getreidemühle. So, da passt noch rein. Gerste. Das ist jede Menge. Genauso wie Hirse und Hafer. Jawohl. Also bringen wir das weg und machen erstmal Gerste daran. Was denn bei den Hühnern noch so rein? Entschuldigung. Upsi. Tut mir leid. War es nicht. Hab doch nur kurz was geguckt. Aber so passieren Unfälle, ne? So passieren Unfälle. Wir sind noch auf der Autobahn. Hast du noch nicht mal halb deine Morgenzeitung gelesen? Schon macht's Rums. So, Hafer brauche ich nicht. Ich brauche Gerste. Ja, warten wir eben noch, bis er voll ist. Auf geht's. Und der darf doch auch mal weg. Aber in die richtige Richtung, bitte. Cool. Den bringen wir jetzt erstmal schön weg. Erstmal gucken, ob es den Parkplatz dafür noch gibt. Der hat jetzt eine Zeit hinten gestanden. Kann so gut sein, dass ich vorne schon umgeparkt habe und dass der gar nicht mehr hinpasst. Wäre es gewesen. Komm, fahren wir hier lang.
Den Bogen, den kriege ich wenigstens. So, Maschine aus. Haben wir das? Ich finde, nee, ich brauche noch Moment. Moment, Moment. Er ist weg. Er ist weg. Er bringt, genau. Er bringt Gerste weg, habe ich gesagt. Ja. Ah, und der ist noch fleißig. Gut. So, dann kann ich nämlich auch mal ganz smart mit dem hier ansetzen. Sollte eigentlich funktionieren. Bin mal gespannt. Da machen wir nämlich jetzt mal hier 45, ne? Feld 45, Walze groß. Wie dann hier abtanken 45, ne? So, und dann passt. So ist besser. So, dann machen wir hier noch diese. Wir laden. Was laden wir denn? Wo laden wir denn? Wir laden weiterhin bei Sino 2. Wir möchten haben. Nee, wo möchten wir hin? Zur Getreidemühle möchte ich. So. Und dahin soll hier so.
Läuft. So, hier werde ich jetzt gleich garantiert mal was abholen müssen, also gleich nachher. Deswegen fahre ich schon mal in die Richtung. Ja, stellen den schon mal hier so auf Kante. Ah, guck, der wendet weit genug weg, dann kann ich den hier hinstellen. Auch gleich durch. Wundervoll. Irgendwo sollte hier eine Walze angefangen haben. Eine Feld-, Wald- und Wiesenwalze. Wo ist sie? Finde dich. Da bist du. Oh, nee, das ist die andere. Das ist die, die schon gleich fertig ist hier. Meine Güte. Coole Sache. Okay. Dann die andere. So viel zu geraden Feldrennen, ne? Schlenker. Oh, passt doch. Einmal rumschauen, der sieht auch gut aus. Quasi fast fertig. So, und der muss noch einer, dann ist er auch durch. Und diesmal wirklich. War ja schon mal hier weg, aber ich sehe da was. Ich sehe ein freies Grundstück. Da, guck mal. Kann man bestimmt was machen.
Wie weit ist denn das weg von da oben? Wird sich das lohnen als Stützpunkt? Schon, ne? Da ein, dann noch hier ein. Also, ich könnte jetzt dieses Stück Land hier kaufen. Ist jetzt auch gar nicht mal so teuer. So. Oh. Allen ja. Was ist das denn für eine coole Halle? Sehe ich jetzt das erste Mal? Tore auf der Seite. Und auf der anderen Seite auch. Hey, die ist cool. Die nehme ich. Super. So, die bastel ich mir nämlich jetzt einfach mal hier hin. So.
So, dann stellen wir das Teilchen noch mal hier rein. Denke auch mal, hier werde ich das am ehesten noch gebrauchen. Kann ich den LKW reinstellen und da stelle ich den anderen Traktor rein. Wunderbar. Noch ein Stützpunkt. Meine Güte. Muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich mir nicht irgendwie Tonnen von Gras platt mache. Wie weit ist denn der Rasenmäher? Ist weg, der ist fertig. Der ist fertig und der kann wieder zu. Der ist vom Nord ist der, ne? Genau, der ist von Nord. Mach den mal lieber zur Straße. Dabei. Sehr fleißig und gleich schon sehr voll. Okay. Weiter, weiter, weiter. Er ist am Entleeren. Ich weiß aber nicht, wie weit er ist. Weil er nicht umfällt ist. Gar nicht mal gut. Inne. So, okay. Gerste. Gerste darf auch in, Moment, in die Multiproduktionsfabrik rein. Multiproduktion abladen. So, da einfach Gerste. So. Mal schauen, wie viel das noch ist. Wenn es jetzt nur noch eine Bahn ist oder so, dann weiß ich da vielleicht gegebenenfalls drüber. Da steht noch relativ viel. Dann machen wir das erstmal aus und warten, bis der da durch ist. Wohl. Wohl. Könnte vielleicht auch erst auf die Bahn gehen. Ich gehe erstmal oben auf die Bahn.
Komm, Klappe an. Zack. Jetzt wieder schneller. Das Zwischenstück da, das kann ich immer noch machen. Hey. So, wunderbar. Dann kann der jetzt erstmal die Bähnchen machen und dann ist gut. So, wo darf ich dich denn jetzt parken? Guck mal hier neben. Die schaut ja lecker aus. Ah, Texturflimmern, okay. So, hier müssen wir mal was leer machen. Naja, das passt doch. Ja, die Halle gefällt mir richtig gut von beiden. So, der ist auch durch. Wie viel haben wir denn hier noch drin? Auf jeden Fall ist da noch genug drin. Ist gut. Dann ist in den anderen Stellen auch noch genug. Weil die mache ich ja eigentlich immer so zur gleichen Zeit.
Wieder falsch rum. So, das ist gut. Ja? Da passt eine Menge Zeug rein. Und der hat noch F4. 1, 2, 3, 4, 4 Stück noch. So, sehr schön. Das arbeitet so vor sich hin. Genau. Ich werde jetzt mal kurz in den Background springen nochmal. Wobei das kurz diesmal so um die 10 Minuten dauern wird. Und dann geht das hier weiter. Bis gleich.